Gelesen aus 365 mal R von Wilhelm Busch. 3. September. Die Spinne wirkt mit ihren Händen und ist in der Könige Schlössern. Sprüche 30, Vers 28. Das Alte Testament ist in der hebräischen Sprache geschrieben. Luther hat unser Wort übersetzt. Sie ist mit Händen zu greifen, das heißt, sie ist sehr wehrlos. Daran hat vielleicht der König Salomo gedacht, als er eine Spinne in seinem Palast sah. Es fielen ihm die bewaffneten Wächter vor dem Schloss ein. Er lächelte, dies schwache Tier hat sich durch alle Wachen nicht abhalten lassen, in mein Schloss zu kommen. Nun will ja der König Salomo nicht von Spinnen sprechen, sondern von uns. Wir alle sind auch sehr wehrlos. Und wenn ein Sünderherz sich aufmacht, zu unserem Salomo, zu unserem König, zum Herrn Jesus Christus zu laufen, dann stehen da auch grimmige Wachen, die solchen Herz den Weg versperren wollen. Da steht die Welt, lockt und ruft. Halt, das gibt es nicht, dass einer aus der Reihe tanzt. Da steht der Teufel und sagt, halt, ein wenig Religion, meinetwegen, aber dass du Jesus als seinen König anerkennen und meiner Hoheit entlaufen willst, das verbiete ich. Da steht das eigene Gewissen auf und sagt, solch ein Sünder wie du kann doch nicht zu Jesus gehen, da musst du erst ganz anders werden. Aber wie sollte das zugehen? Bleib also, wie du bist. Salomo sagte von der Spinne, sie sei weiser als die Weisen. Sie ließ sich nicht aufhalten. Und wir? Herr, lass uns durchbrechen zu dir. Amen. Ich kann dir den Weg zum ewigen Leben gerne zeigen, aber klingeln musst du schon selbst. Jesus wartet auf dich. Sprich mit ihm im Gebet und lade Jesus in dein Leben ein. Du wirst sehen, er wird dir antworten. Jesus Christus segne dich. Dankeschön.